Ja, wir bei Checkpoint haben ja auch so eine Art Bildungsauftrag, ne? Deswegen wollen wir jetzt mal mit einem weit verbreiteten Gerücht aufräumen. Julian, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Genau, Ulrike. Ja, und mit vielen weiteren Mythen und interessanten Geschichten beglücken wir euch jetzt bei Checkpoint. Die Stadt Wesel liegt am unteren Niederrhein. Etwa 60.000 Leute leben hier. Und nicht zu vergessen, 111 Esel. Allerdings keine echten, sondern lebensgroße Kunstwerke, die von Künstlern, Schulklassen, Kindergärten und Seniorenheimen gestaltet wurden. Aber die Stadt hat auch noch mehr zu bieten als Esel. Schließlich hat sie eine bewegende Geschichte hinter sich. 1407 wurde Wesel Mitglied der Hanse. Von da an wurde die Stadt zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für Waren aus den Niederlanden und Westfalen. Der wirtschaftliche Aufschwung zeigte sich damals auch an den Bauwerken, die entstanden. Die allerdings wurden schon einige hundert Jahre später völlig zerstört. Im Zweiten Weltkrieg geriet die Stadt nämlich besonders ins Visier der Alliierten. Bei den Bombenangriffen wurde hier fast alles komplett zerschossen. Darunter zum Beispiel die Eisenbahnbrücke, die über den Rhein führte. Die Überreste kann man sich auch heute noch angucken, wenn man am Wasser spazieren geht. Auch das Berliner Tor wurde stark beschädigt, nach dem Krieg aber zusammen mit dem Rest der Stadt wieder aufgebaut. Bei einem Spaziergang durch die Stadt kann man die Geschichte an vielen Ecken noch deutlich spüren. Wer mehr erfahren möchte, kann hier natürlich auch eine Stadtführung mitmachen.